So, wir sind ja jetzt hier zusammen. Thema Verlustangst, überhaupt Verlust, Umgang mit Verlust auf allen Ebenen. Ja, also Verlust halt heißt einfach etwas zu verlieren. Das kann von Geld bis zu einer Person, bis zum Hund, bis zur Zeit. Ich verliere Zeit, ja. Das Leben ist so kurz. Ich verliere die Kontrolle. Ich verliere die Haltung. Ich verliere mein Gesicht. Ja, das gehört alles zu Verlustangst. Und das ist eben wichtig, dass ich mal dieses Spektrum von dieser Verlustangst überhaupt sehen kann, wo die überhaupt lauert auf mich. Weil eben, wenn ich sage Verlustangst, dann denkt man so in erster Linie eben einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier. Und das ist natürlich vordergründig und das scheint einem auch wichtig. Aber im Prinzip, Verlustangst ist Verlustangst. Das ist die gleiche, das ist die eine Energie, die mich dazu führt, versuchen festzuhalten und zu kontrollieren. Und gleichzeitig den Effekt hat, dass ich nicht genießen kann, dass ich eben nicht gelöst sein kann, dass ich nicht mit vollem, von ganzem Herzen genießen kann, da sein kann, präsent sein kann, auch verbunden sein kann mit dem, wo ich Angst habe, dass ich Verlust habe. Weil immer so eine Mauer, diese Verlustangst, die bildet wie eine Mauer. Das ist immer eine Energie, die mitschwingt, die bei mir mitschwingt, die in mir mitschwingt, die wie so ein Begrenzungsballon um mich herum macht. Ja, und ihr kennt es selber. Viele Menschen können keine Intimität zulassen oder keine Nähe zulassen, bleiben immer auf Distanz. Und es ist einfacher, natürlich bei einem Tier diese Distanz und diese Barrieren aufzugeben und diesem Tier nahe zu kommen, weil da natürlich weniger Vorstellungen sind. Da sind die einzige Vorstellung, was eben in der Beziehung mit einem Tier passieren kann, ist, dass das Tier mal nicht mehr ist. Und das weiß ich ganz klar, dass das Tier nicht so lange lebt wie ich. Das weiß ich. Und da weiß ich auch ganz klar, dass irgendwann mal der Moment kommen wird, dass ich von diesem Tier mich trennen muss. Das weiß ich. Das ist mir 100% bewusst. Bei allen anderen Sachen ist es mir nicht bewusst, aber unbewusst schwingt es eben doch mit. Und gerade wenn es jetzt um ein Tier geht, um ein geliebtes Tier, wo ich weiß, die Zeit ist begrenzt und der Verlust wird eines Tages kommen, kann ich jetzt von mir als Beispiel sprechen. Wir versuchen, die Zeit zu nützen. Wir versuchen, die Zeit auszunutzen, die wir haben. Wir versuchen, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Wir versuchen, möglichst dieses Tier bei uns zu haben, das möglichst nicht viel wegzugeben, das möglichst eben zu genießen, weil wir wissen, diese Zeit ist begrenzt. Und dieses Wissen oder diese Vorstellung und diese Angst vor dem Moment, wo diese Trennung stattfindet, bringt mich natürlich zum Klammern. Und klar, bin ich mir nicht bewusst, ja, aber ich klammere. Ich möchte zusammen sein. Ich möchte das ausnutzen. Und das bringt auch gleichzeitig eben diese Konsequenz mit sich, dass ich viele Dinge nicht tue, die ich vielleicht gerne tun würde, dass ich nicht reisen gehe, dass ich viele Reisen nicht tue, die ich vielleicht machen würde, dass ich an viele Orte nicht gehe, dass ich machen würde. Heute zum Beispiel
Ich möchte schon gerne mal nach Mailand gehen, zu Weihnachten, zum Weihnachtsmarkt, schon ganz viele Jahre mal einen Stadtbesuch machen oder einen Stadttrip in Mailand. Das ist 2,5 Stunden von mir entfernt. Das habe ich nie gemacht, weil die Option war, das Tier abzugeben bei jemandem oder das Tier mitzuschleppen. Und beides hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, das ist ja nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig, so einen Stadtbesuch zu machen. Ich organisiere mich, ich lebe um dieses Tier herum, ich denke für das Tier, ich geh spazieren, ich organisiere mein Leben tatsächlich um dieses Tier herum. Und das ist jetzt einfach mal der Aufhänger und das ist das Beispiel, wo ich aber wirklich sehe, dass ich hier durch diese Verlustangst in einem Ablauf, in einer Routine bin, in der ich mich sicher fühle, wo ich weiß, ich genüge dieser Beziehung zwischen mir und diesem Tier und ich versuche, das Tier glücklich zu machen und so weiter. Und jetzt habe ich vom Tier gesprochen. Aber genauso ist es bei allen anderen Dingen. Das passiert genauso, weil wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, mit einem Partner zusammen bin, dann habe ich genau diese gleichen Mechanismen, allein aus dieser Verlustangst raus. Wenn ich einen Job habe, zum Beispiel, die gleichen Mechanismen, ich will diesen Job nicht verlieren, ich habe die gleichen Mechanismen, ich organisiere mich und mein Leben um diesen Job herum, weil ich den nicht verlieren will. Ich habe Verlustangst. Also diese Verlustangst, die ist wirklich eine absolut einschränkende, mich dominierende Energie, von der ich gar nichts weiß. Von der ich gar nichts weiß. Aber wenn ich es mir einmal bewusst mache, wenn ich einmal bewusst wirklich da reingehe und sage, oh mein Gott, was alles befürchte ich verlieren zu können? Verlustangst, Gesundheit, ich könnte meine Gesundheit verlieren. Das ist genau das Gleiche. Ja? Und diese Verlustangst, die ist diese Energie, die letztendlich einen Fokus auf etwas hat, auf Mangel hat. Weil ich Angst habe, dass ich mit dem Verlust, mit dem Mangel nicht umgehen kann, weil ich es nicht managen kann, weil ich mich nicht darauf vorbereite. Ich gehe immer so weit oder, oh mein Gott, hoffentlich passiert nichts. So weit gehe ich, ja. Oh mein Gott, hoffentlich passiert nichts. Und ich merke nicht, dass ich eigentlich schon alleine mit dieser Vorstellung im Zustand bin, dass es passiert ist oder dass da was passiert. Aber ich gehe nur da rein. Und ich sage, oh mein Gott, da will ich nicht rein. Ich will nicht in die Situation rein. Ich will nicht, wenn das passiert. Wie kann ich das managen, wenn das passiert? Und manche Dinge, die weiß ich einfach, dass die mir begegnen werden in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie ich es managen soll. Und das verschließt mein Herz. Das erlaubt mir nicht, all in zu gehen, komplett da zu sein, komplett präsent zu sein, mich da komplett reinzugeben in diese Erfahrung und in diesen Genuss. Weil dieser Gedanke, wenn ich es jetzt so krass genieße, wenn es jetzt so, so schön ist, wenn es jetzt für mich die absolute Erfüllung ist, wenn es dann weg ist, wenn ich es dann verliere, oh mein Gott, wenn ich es dann verliere. Und genau diese Gedankengänge, die lassen mich nicht 100% genießen, die lassen mich 100% mit offenem Herzen immer dabei zu sein, weil ich immer irgendwie die Angst habe, oh je, es kann was passieren. Ich kann es nicht managen. Und dieses Gefühl, das ist so lähmend, das ist
Das ist so schockierend, wenn ich dann nur dran denke. Und einzig und allein diese Verlustangst loszulassen und zu wissen, es ist sicher, da reinzugehen, es ist sicher, in diese Beziehung voll reinzugehen, es ist sicher, hier voll zu genießen, es ist sicher, hier voll zu lieben, es ist sicher, hier voll präsent zu sein, es ist sicher, hier voll ich zu sein, es ist total sicher, weil ich nichts verlieren kann, weil ich nichts verlieren kann. Und wann weiß ich, dass ich nichts verlieren kann? Ich weiß, dass ich nichts verlieren kann, wenn ich weiß, dass Energie, dass es eigentlich nur um Energie geht, dass es nicht um die Form geht, mit der ich gerade in Interaktion bin. Es geht nicht um die Form, um den Hund oder den Mensch oder den Job oder mich mit einer Maske auf. Wenn ich weiß, es geht nur um den energetischen Zustand, einen energetischen Seinszustand, den mir ein Hund erlaubt, für mich wahrzunehmen, zum Beispiel. Liebesbeziehung, es geht nur um den energetischen Seinszustand, den diese Liebesbeziehung für mich möglich macht. Es geht nur um den energetischen Seinszustand, den der Job mir ermöglicht. Es geht nur um den energetischen Seinszustand, den mein Bankkonto mir ermöglicht. Es geht eigentlich nur darum, dass ich das alles aufsaugen möchte, dass ich diese Erfahrungen haben möchte in diesen Beziehungen, weil es so schön ist. Und gleichzeitig kann ich nicht all das Schöne daraus annehmen, wegen der Verlustangst. Und so suche ich immer weiter nach einem Management, weil ich genau weiß, eigentlich ist all das Schöne da. Ich habe alles schon gehabt. Ich persönlich habe schöne Beziehungen gehabt. Ich habe alles so schön gehabt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe schöne Reisen gehabt. Und ich war maximal zu 60%. Anwesend und all in. Fühlt mal in euch rein, was das, und schreibt euch das auf oder merkt euch das, wenn wir nachher drüber diskutieren. Wie präsent seid ihr in den schönen Dingen eures Lebens, in den schönen Beziehungen, in den schönen Momenten eures Lebens? Wie präsent seid ihr? Wie offen seid ihr? Und wie viel Mauer ist da vielleicht noch? Wie viel Schutz brauche ich noch? Wie viel Distanz baue ich noch auf, wenn ich so Angst habe vor dem Verlust und dass ich den Verlust nicht managen kann? Überlegt euch das nur mal. Stellt euch einfach irgendeine Beziehung vor zu einem Menschen oder zu einem Tier oder zu einem Ort, zu einer Reise, die ihr gemacht habt. Und seid mal ganz, ganz ehrlich und fühlt rein und sagt, wie viel bin ich da? Wie viel bin ich da und nehme all das Schöne auf? Wie viel erlaube ich mir von all diesem schönen Gefühl, das eigentlich von mir so ersehnt wird? Von diesem Erlaubnisgeber, von diesem Moment. Und ich habe so viele schöne Momente in meinem Leben kreiert und ich war nie da. Also man kann sich das so vorstellen, für mich ist es so ein Bild, dass ich mir wunderschöne Momente in einem Leben kreiert habe. Candlelight Dinner, Liebeserklärung, Geschenke. Das Schönste, was man sich nur vorstellen kann. Und das Gefühl, oh mein Gott, wenn ich das jetzt alles in mir aufsauge und es mir wieder rausgerissen wird, dann kann ich es nicht managen. Also nehme ich es nicht auf. Also nehme ich nicht all das Schöne auf. Also nehme ich nicht diese wunderschönen Momente auf. Also nehme ich nicht all die Liebe auf. Ich nehme lieber nur ein bisschen
wo ich weiß, dass ich nicht sterbe, wenn es mir weggenommen wird. Und es ist vollkommen eine Verarschung. Weil auch wenn ich nur ein bisschen nehme, wenn es mir weggenommen wird, wie auch immer, wenn es geht, wenn es nicht mehr da ist, wenn es nicht mehr kommt, dann habe ich trotzdem den Schmerz. Egal, wie viel ich in diesen Momenten zugelassen habe, egal, wie ich in diesen Momenten genossen habe, egal, wie ich in diesen Momenten aufgegangen bin, wenn es nur 10% waren oder all in 100%. Wenn es weg ist, dann ist der Schmerz da. Und dennoch kann ich wissen, dass ich in solche Momente komplett eintauchen kann, weil ich weiß, dass sie mir nicht weggenommen werden können, wenn ich aufhöre, diese Momente, diese Energie in Abhängigkeit von einer Form zu sehen. Von einer Form eines Menschen, eines Hundes, eines Arbeitsplatzes, eines Geldes. Wenn ich erkenne, dass es hier nur um diese Energie geht, diese Energie, die für mich zur Verfügung steht, die jetzt hier für mich präsent ist und ich kann sie komplett annehmen, ich kann sie komplett einsaugen, ich kann sie komplett genießen, ich kann sie komplett für mich als Teil von mir selber annehmen. Und das kann ich nur, weil ich, wenn ich diese Vorstellung kriege, wenn es mir so, so klar ist, dass es mir niemals genommen werden kann. Niemals. Kein schöner Moment, keine schöne Erinnerung, kein Geschenk, kein liebevoller Austausch kann mir jemals genommen werden. Weil es niemals von der Form abhängt, sondern nur von mir, wie viel ich die in diesem Moment von dieser Form, von diesem Moment, von diesem Zeitpunkt, von dieser Situation angenommen habe. Und es kann mir niemand wegnehmen. Ich kann es nicht verlieren. Es ist immer da, weil ich diejenige bin, die den Moment, die Form, den Zeitpunkt und den Ort annimmt, 100% annimmt und bei sich trägt, weil sie weiß, es geht nur um die Energie, die in diesem Raum, in dieser Zeit, in diesem Ort, mit dieser Form, also mit diesem Menschen oder mit diesem Tier entstanden ist. Das waren nur Helferlein, die da waren, um mir die Tür zu öffnen zu dem wunderschönen Gefühl, zu diesem wunderschönen Seinszustand, dem ich schon mein ganzes Leben nachhechle. Und das kann mir nicht genommen werden und ich kann es nicht dosieren und ich kann es nur verhindern, so anzunehmen und genießen. Es ist immer da, es ist immer da. Und es hängt an mir, wie weit ich offen und präsent bin, diese Dinge anzunehmen. Und je klarer und ich klarer ich mir bin, dass es um die Momente, um die Energie, um die Erlaubnis, die ich geben kann, weil diese Form mir gefällt, weil diese Situation mir gefällt, weil diese Arbeit mir gefällt, weil dieser Kontostand mir gefällt, weil dieses Hotelzimmer mir gefällt, weil diese Reise mir gefällt, kreiere ich und generiere ich mir all das, um dann nicht 100% anzunehmen, das, was da ist. Vor lauter Angst, es könnte gehen, es könnte genommen werden, ich könnte es verlieren. Und somit bleibe ich immer in diesem Hamsterrad und versuche mir diese schönen Momente zu erschaffen und ich erschaffe sie mir. Ich bin nicht in der Lage, diese ganze Energie für mich anzunehmen und
zu sagen, wow, jetzt ist sie da, jetzt bin ich auch da. Ich bin zusammen mit dieser wunderbaren Energie, die sich hier in diesem wunderbaren Raum durch die Anwesenheit einer wunderbaren Form, eines wunderbaren Menschen, eines wunderbaren Tieres, die jetzt in diesem Moment generiert hat. Und ich hau ab. Wegen der Verlustangst. Und überlegt mal, wie oft seid ihr abgehauen? Wegen dieser Verlustangst. Wie oft habt ihr gesagt, nein, lieber nicht. Nee, danke, ist schon gut, lass mal stecken. Nee, lieber nicht. Oder, ah, einmal reicht. Nochmal muss ich das nicht haben. Weil ich so Angst habe vor dem zu viel. Weil ich so Angst habe, dass ich zu viel lieben könnte, dass ich zu viel Freude haben könnte, dass ich zu viel Glück empfinden könnte, dass ich zu viel, weil wenn dieses zu viel eintritt, dann habe ich Angst, dass wenn dieses viele, viele weg ist, dass ich dann in dieses berühmte Loch falle. Weil ich nicht weiß, weil ich nicht verstehe, dass es nicht mit dieser Form, mit dem, was jetzt gerade stattfindet, mit diesem Raum, mit diesem Moment, mit diesem Ort, dass es damit gar nichts zu tun hat, sondern dass es einzig und allein die Energie ist, die für mich zur Verfügung steht. In diesem Moment und in vielen, vielen anderen Momenten und mehr Momenten und mehr Momenten und mehr Momenten. Und es hier kein System gibt, das sagt, das kannst du nicht mehr haben, das kriegst du nicht, das nehme ich dir weg, das gehört nicht zu dir, das hast du nicht verdient. So ein System existiert nur in unserem Denken, in unserer Logik, weil diese Logik meint, dass es eben mit der speziellen Form, mit dem speziellen Menschen, mit dem speziellen Job, mit dem speziellen Urlaub, mit dem speziellen, was auch immer zu tun hat, dass diese Energie entstehen kann. Dabei hat es nur mit mir zu tun. Und ich kann erlauben, diese Energie zu halten, entstehen zu lassen, jeden Moment in mir. Und deswegen ist es natürlich wahnsinnig schwer, und ich komme wieder auf mein Thema zurück, meinen Hund natürlich auch zu vermissen, ihre Anwesenheit, ihre Form, dass sie hier ist, dass sie hier rumläuft, dass ich höre, wie sie trinkt, wenn ich coache, und dann schlabbert so im Hintergrund in der Aufzeichnung. Natürlich ist es nicht mehr da. Aber daran liegt es nicht, ob ich sie fühlen kann, ob ich diese Gefühle fühlen kann in mir, die ich durch ihre Anwesenheit bekommen habe. Es liegt nicht daran, dass ich nicht die Gedanken denken kann, die ich über ihre Anwesenheit gelernt habe zu denken. Daran liegt es nicht, sondern es liegt an mir, wie ich dazu stehe und wie ich sage, ich weiß, deine Energie, die ist da. Das, was du mit mir zusammen co-kreiert hast, an gemeinsamer Energie, was ich kreiert habe im Prinzip, weil du für mich, Hund, liebster Hund, der Erlaubnisgeber warst. So schöne Momente, Gefühle, Verbundenheit, bedingungslose Liebe zu empfinden. Warum soll das jetzt alles weg sein? Und wie ich jetzt selber damit umgehe, ist, dass ich sage, nein, jetzt bin ich gefragt. Mein Hund, überall wo ich war, kam jeder her und hat gesagt, oh mein Gott, was ist das für ein toller Hund, was ist das für ein toller Hund. Die fremdesten Menschen kamen her, oh mein Gott, was ist das für ein toller Hund. Ach, unglaublich schöner Hund, oh wow, weil die so eine wunderbare Energie hat, einfach der absolut bedingungslosen Liebe. Und ich empfinde das so, dass ich nackt bin, dass ich nackt bin. Sie macht das nicht mehr für mich. Jetzt muss ich das selber machen. Jetzt muss ich das selber machen. Jetzt muss ich da sein, die,
die ihre Energie, diese Energie, die ich so sehr geliebt habe, jetzt darf ich diese Energie weitertragen, jetzt darf ich das, was ich gelernt habe an bedingungsloser Liebe durch meinen Hund, durch mich, mit ihr zusammen, das darf ich jetzt sein. Und jetzt ist meine Herausforderung, jetzt bin ich dran. Jetzt ist sie nicht mehr da. Jetzt kann ich da stehen im Mittelpunkt und kann diese Energie, die ich mit ihr zusammen hatte und die sie rausgetragen hat, wo ich zu feige dazu war, und hinzustehen und einfach zu sagen, hier, ich verkörper jetzt einfach mal bedingungslose Liebe, weil das das ist, was mir am meisten gefällt. Sondern da war ja sie. Und jetzt sehe ich es einfach so, dass ich das lernen soll, dass das mein Auftrag ist. Dass sie sagt, so, jetzt machst du es mal schön selber. Ich bin hier zwar noch energetisch als Vorbild, stehe ich dir absolut zur Verfügung. Du hast es so sehr geliebt an mir, du hast es so sehr geliebt mit mir zusammen, unsere Energie. Und jetzt, Patricia, geh mal raus, mach's mal genauso wie ich. Einfach nur durch deinen Seinszustand die Leute zu begeistern und anziehen und zu ihnen sagen, wow. Ihnen das, einfach das Gefühl zu geben, es ist eine großartige Begegnung, nur dir begegnet zu sein. Das ist toll. That's it. Und so ist, sie ist nie weg, sie ist nie weg. Ihre Energie, das, was wir zusammen kreiert haben an Energie, was eigentlich jetzt endlich meine Kreation ist, was ja ich bin, wo mein Hund nur der Erlaubnisgeber war. Sie ist ja meins, sie ist ja ich. Wir sind ja nie getrennt, ja. Nicht nur ich, mein Hund, sondern wir sind halt auch nie getrennt. Und was ich aber daraus mache, aus diesem Input, den ich von außen bekomme, wie ich das Ganze transformiere, das ist meine Sache. Das mache ich. Das entscheide ich. Und das kann nie weggehen. Das ist immer da, das ist immer immer der gleiche Mechanismus. Ich entscheide, wie die Situationen sind. Ich entscheide, wie der Moment ist. Ich entscheide, wie die Energie ist, mit irgendeiner Form, mit der ich interagiere. Das mache alles ich. Und jetzt habe ich halt keine Form mehr, die mir hilft als Erlaubnisgeber, diese wunderschöne Energie zu generieren. Aber ich habe die Energie, die ist da, die kenne ich, die kann mir nicht genommen werden. Es geht immer nur darum, was macht es mit mir? Was macht es mit mir? All das, was ich Angst habe zu verlieren, was macht es mit mir, wenn ich es habe? Was macht es mit mir, wenn ich eins damit bin? Was macht es mit mir, wenn es meins ist? Nur darum geht es. Was macht es aus mir? Was macht es aus mir, wenn ich eins bin mit dieser Energie? Und das ist das Entscheidende. Und wenn ich das raus habe, dann weiß ich, dass ich es nie verlieren kann. Und das ist Fakt, weil das heißt eben, Energie ist unendlich. Und das heißt eben, das ist ich, das bin ich. Es ist meine Energie, jeden Moment, jeden Moment, jeden Moment. Deswegen kann ich furchtlos, furchtlos in jeden Moment all in gehen und das Schöne und die Begeisterung und das Glück und die Freude jeden Momentes kann ich genießen und es kann mir aus den Augen strahlen. Jeder Begegnung, dieses Glück und diese Freude jeder Begegnung, wie es mein Hund gemacht hat, Gast gekommen, völlig egal wer, sie ist aus dem Häuschen und hat diese Person begrüßt, gewedelt und geschwänzelt und hat einfach nur gesagt, wer auch immer du bist, schön bist du da. Du hast jeden begrüßt. Und warum sollten wir das nicht auch tun? Warum sollten wir nicht auch jeden begrüßen? Wer auch immer du bist, schön bist du da. Warum nicht?
Was ist schwierig daran? Was ist das Problem daran? Warum müssen wir zurückhalten? Das sind alles nur Denkmuster. Und keiner hat ein Problem daran, wenn er begrüßt wird. Schön bist du da. Schön bist du da in diesem Moment in meinem Leben. Schön bist du da in dieser Begegnung. Schön können wir uns gerade mal begegnen. Da kann ich voll aufmachen. Voll. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Es ist eine Energie, die generiert wird. Es ist meine Energie, die generiert wird. Es kann mir überhaupt niemand nehmen. Nicht mal einer, der dann sagt, hä? Wer bist denn du? Wie bist denn du drauf? Scheißegal. Wenn es meine Energie ist und ich sage, jeden Moment nehme ich als Anlassgeber und es kann mir keiner nehmen. Es kann mir keiner nehmen. Und das habe ich gelernt aus dieser Situation und das ist mir so viel klarer noch geworden. Und als ich es dann aufgeteilt habe, noch auf alle anderen Bereiche, auf alle anderen Formen, habe ich gesehen, wie voll ich mit Verlustangst bin für jeden kleinen Scheiß und für viel Großes. Und wie viele schöne Momente mich das kostet in meinem Leben. Weil ich es nicht genießen kann, weil ich Angst habe, ich es verliere. Und ich werde jetzt meinen Vortrag damit beenden, weil ich sage, stell dir mal vor, du isst ein ganz tolles, leckeres Essen nicht und genießt nicht jeden Bissen, nur weil du Angst hast, dass du es verlierst. Und hier ist es garantiert, dass du es verlierst. Und jeden leckeren Bissen, jedes leckere Essen, da bist du in der Lage, das wirklich einfach nur zu genießen. Und du weißt, wenn es runtergeschluckt ist, wirst du es mit riesengroßer Sicherheit verlieren. Und es hält niemanden davon ab. Warum? Weil er weiß, ich kann mir ja immer wieder gutes Essen bestellen. Und es macht nichts. Wenn ich es verliere, dann gehe ich wieder in ein leckeres Restaurant, koche mir wieder was Leckeres, kaufe mir wieder was Leckeres. Kann ich immer wieder machen. Aber hier ist es dann, weil ich glaube, es hängt von der Form ab. Von der Form des Essens. Aber auch hier hängt es nicht von der Form des Essens ab, sondern da hängt es wiederum von mir ab, welcher Form, welche Art des Essens ich dir Erlaubnis gebe, für mich so lecker zu sein. Ja, ihr Lieben, ich mache jetzt die Aufzeichnung wieder aus und die kriegen dann die Leute, die gefragt haben, ob sie eine Aufzeichnung kriegen. Aber unsere private Diskussion, die bleibt auch privat. Das ist für jeden ein Geschenk von mir und das werde ich auch diesbezüglich nicht weitergeben wollen. So, wo ist es hier? Hallo? Aufzeichnung.